Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind schon auf dem Weg zum Frühstück. Heute ist Tag Nummer 5. Heute ist ein bisschen angesagt. Wir wollen heute Morgen noch mal vor in die Läden, wo wir gestern waren, zu den lustigen Verkäufern, wo ich auch meine sexy Brille her habe. Wo man aber durchguckt. Seht ihr das, weil da so die Logos drauf sind, als wenn die völlig verdreckt wäre. Egal. Da sind übrigens die anderen. Der Claw liegt noch im Zimmer, der hat ein bisschen Bauchweh. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal frühstücken und lassen den Tag langsam starten. Viel Spaß heute mit dem Video. Gibt's was zu eaten? Ja, was? Omelette. Hotdog? Hotdog, nein, Omelette. Omelette. Hier gibt es wieder super Omelette. Und super Pancakes. Oh, die Mutti lädt sich die Pancakes auf. Ja. Mal ein paar mehr Püffchen. Ein paar mehr. Leute, ich muss euch jetzt unbedingt mal die Kaffeemaschine zeigen. Guckt mal, wie widerlich. Ja, Frühstück ist inverleibt. Ich muss jetzt mal kurz meinen Frust aussprechen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Manche Leute laden sich schon wieder, ich weiß, das ist überall so, die Teller und die Tische voll mit Fressalien, beißen einmal rein und gehen, lassen den ganzen Mist einfach da stehen. Die armen Mitarbeiter hier müssen das wegräumen, denen ihre Familien zu Hause verhungern und hier schmeißen so tonnenweise den Scheiß weg. Dann eben neben uns, ich glaube das waren Russen oder so, alles auf den Tisch, aber nicht mal Teller. Und dann essen die einfach von den Tischsets, wo 100.000 andere Leute vorher saßen. Schmieren sich die Brote da drauf. Wie ekelhaft ist denn das? Überall ist Nutella hingeschmiert. Die haben sich das Nutella in den Müsli-Schüsseln geholt, auf den Tisch gestellt. Nebendran ein Teller mit 20 getoasteten Toast. Im Leben essen die nicht. Das waren, was weiß ich, 5 so Fregattenweiber. Schrecklich. Also da könnte ich mich jeden Tag darüber aufregen. Ich tue nicht übertreiben, sonst geht der Puls so hoch. Ja, aber es ist doch so. Holiday. Ist doch so. Holiday. Meine Fresse. So, Püffchen haben wir jetzt zum Sport abgeladen und wir haben für sie eine Überraschung geplant. Und zwar, wie wir auf Santorin waren, haben wir doch gesehen, dass man diese Bilder da in diesen Valhalla-Flatterkleidern da machen kann. Und ich habe jetzt hier so ein Kleid organisiert in Rot und das kriegen wir jetzt gleich hierher gebracht an die Lobby. Kostet übrigens, bezahle ich 15 Euro, dass der das Kleid hierher bringt. Wir das 24 Stunden haben können, machen können damit, was wir wollen. Der das wieder abholt und reinigt für 15 Euro. Das ist schon krass. Wir sind jetzt übrigens hier vorm Hotel. Ich muss euch ja mal sagen, die Kennzeichen hier, ich finde die ja so geil. Ich finde, die sehen richtig cool aus. Wir warten jetzt hier auf den. Und was ja echt auch schon so unvorstellbar ist, wir sind hier in einer mega Hotelanlage und auf der anderen Seite ist einfach nichts. Wüste, Wüste und ein paar verlassene Gebäude. So, das Kleid haben wir. Da ist es, das ist richtig schwer. Der hat es jetzt mit dem Taxi hierher geschickt. Jetzt ist das Taxi schon weg. Ich habe jetzt dem Taxifahrer die 15 Euro für das Kleid gegeben und morgen wird es wieder abgeholt. Also, in die süßen Klüngelläden da vorne können wir leider nicht, weil angeblich hat hier freitags alles zu, sagt das Taxi. Da hält auch schon das nächste, was uns kutschieren will. Das ist auch echt nervig. We have enough money. It's okay. We have enough. We are rich German people with Louis Vuitton brills. And Louis Vuitton Kappen. Wir gehen jetzt shoppen im Hotel, in der Mall, ganz einfach. So, wir haben jetzt geshoppt, halbe Stunde lang rumdiskutiert und letztendlich, nachdem er angeblich 5-mal seinen Boss angerufen hat, haben wir doch den Preis gekriegt, den ich wollte.
Ich bin jetzt mein ägyptisches Geld und die US-Dollar alle los. Auch ein Vorteil. Und wir haben alles, was wir wollten. Ich wollte euch mal zeigen, was wir gekauft haben. Wir haben für unsere Safari so Tücher gekauft. Dann habe ich fürs Püffchen, weil sie neidisch auf meine Brille war, so eine sexy Brille gekauft. Dann was zum Anziehen. Für Meli noch ein Tuch. Ja. Ja. Die Mutti haben wir auch wieder eingesammelt. Jetzt gehen wir mal eine Runde an den Pool chillen. Und heute Abend gehen wir ja noch chinesisch essen. Haben wir hier gebucht einen Tisch. Kann man so à la carte Restaurant gehen wir essen. Vorher kriege ich aber erstmal Fotoshooting. Ich habe ihr das Kleid schon mal gezeigt. Mega. Ich bin sehr gespannt. Ja, das habe ich mir so, wer unsere Videos kennt, auf Santorini gewünscht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Püffchen das heute Abend hinkriegt, dass das Kleid da so fliegt. Ich bin echt mal gespannt. Gucken wir mal. Bisschen Swimming. Für Mr. Miesepeter. Mr. Miesepeter, take me a smile. Take me a smile. Hallo. So, jetzt ist vorbei. Was? Ich habe Krampf im Fuß gehabt. Ist doch süß. So Glück kann man hier nicht ertrinken. Weil ich bin noch so ein Bad Swimmer. Seht ihr es? Und hier ist so windig. Gestern auch schon. Bisschen anstrengend. Die Mutti muss jetzt hier ihre komische Luftmatratzen-Hängematte ausprobieren, die sie gestern da gekauft hat. Ja, genau, so muss das. Wenn ich sage, es geht nicht, es geht. So, Mutter Gottes in der Hutschachtel. Hey, da hätten wir es gefunden, heute Lager hätten wir sich auch noch einen. Ja, wann? Heute? Nein, du musst jetzt so da drauf und dann bist du. Oh je. Das ist so Physik für sich. Oh Gott. Püffchen, die ist eigentlich gut. Pretty für 5 Euro. Ja, ich kaufe der Mara auch noch eine. Besser gesagt, du kannst dir selber eine kaufen. Du hast ja noch Moneten von mir. Und? Ist nice. Ich könnte mich für die Dreh die alte mal hierher. So ist doch ein schönes Bild. Noch weiter. Ja, mit dem Kopf. So wie der. Ich mach beide Augen. Warte, Schatz, ich muss erst weiter nach vorne. Ich muss da erst weiter nach vorne. Rutsch. Ja, warte. Rutsch. Rutsch.
jetzt, okay? Halt mich richtig fest. Halt mich richtig fest. Das war genau gleichzeitig, ja? Ja? Dann war in einem Lauf. Auch noch einmal. Warte, jetzt soll der Mini bei dir drauf haben, die bessere Chancen hat. Nein. Doch, Björn! Björn! Auf die Plätze! Fertig! Los! Let's go, Mili! Streng dich an! Wir gehen jetzt mal davor. Da gibt's, haben wir gerade entdeckt, eine Bar, wo es Säfte und Smoothies und sowas gibt. Hier geht es übrigens zur Rutsche hoch. Da kann man mit so Matten da hochgehen. Genau das meine ich, weil die Leute überall ihr Essen hinschmeißen. Oh, der war ganz nah bei mir. Wie nicht zu mir. Alles voller Vögel bei denen, weil die überall hier ihr Essen hinschmeißen. Hier auch. Da haben sie Brot. So, hier haben wir die Mutter eingekleidet mit dem 10-Tonnen-Kleid. Und so gehen wir jetzt alle ein paar Fotos machen. Ich freue mich sehr. Bin gespannt. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier wird mit dem sexy Kleid. Ja, wir sind immer noch unterwegs. Sexy Flying Dress Fotos zu machen. Das ist gar nicht so einfach, weil hier sehr, sehr stürmisch ist. Habe ich euch eigentlich erzählt? 15 Euro. Mit, dass der das ins Hotel gebracht hat. Wie die sind, weil Püppchen kann das ja so gut. Wenn ein paar schöne Fotos dabei rauskommen, die werdet ihr bestimmt auf Instagram sehen. Sehr gut. Der Mili schmeißt hoch, ich zeige euch das dann auch gleich mal. Oh, hier, da wird geritten am Strand. Was eine Tortur! Aber ich glaube, es sind ein paar schöne Aufnahmen dabei. Jetzt richtig schön hier bei Sonnenuntergang. Der Mili ist da hinten auf der Schaukel. Und hier geht die Sonne gerade unter. Und es sieht einfach so very pretty aus. Oh. Wunderschöne abgebrochene Koralle am Strand. Da kann man mal schön sehen, wie die sind.
Aber schade. Andreas ist halt von selber abgebrochen und hier angespült worden. Wir haben jetzt die Bilder-Session hinter uns. Ja, aber wir brauchen noch mehr Bilder. Wir brauchen noch Family-Bilder. Ja. Weil die Mara muss ja auch mit drauf. Jetzt haben wir einen Tisch reserviert für das chinesische à la carte Restaurant. Da kann man immer pro Woche einmal hin. Und auch zum Italiener und zu dem Indischen auch. Ja. Aber wir machen jetzt mal das Chinesische. Weil ihr wisst ja, wir sind Chinesen-Freaks. Und morgen Abend gibt es italienisches Buffet. Im Hauptrestaurant. Genau. So sieht's übrigens aus hier drin. Da die Pongels, die chinesischen, aber eigentlich hier mit der Wandverkleidung und so echt schön. Büschen, was sagst du zu dem Ambiente hier? Schön. Sieht richtig schön aus. Mach das bitte nochmal. Das ist der neue Koch. Was gibt es heute? Hühnersuppe mit Nudeldose. Also hier kann man jetzt auswählen, Vorspeise, Suppe, Hauptgericht, Nachspeise und nehmen wir jetzt mal bunt gemischt und lassen uns überraschen. So, Püffchen, das Kleid ist wieder abgegeben an den netten Taxifahrer. Ja, das hat super geklappt. Mussten wir jetzt während des Essens schnell raus. Und das wäre bei uns unmöglich gewesen. Ja, super, also sehr unkompliziert super, alles. Ist deine Bühne heute auch? Ja, und jetzt laufen wir schnell wieder rein, weil der Kleine hat mir schon geschrieben, das Essen steht schon auf dem Tisch. Ja. Ja, hier, ich habe leider schon eins essen müssen, Chicken Satay mit Erdnusssoße, sehr lecker. Und Frühlingsrollen, vegetarische, auch sehr, sehr lecker. Also das hier ist Chicken Sweet Sour. Das haben wir drei jetzt auf jeden Fall schon mal. Das riecht sehr, sehr lecker. Aber es könnte ein bisschen mehr sein. So, hier. Was war das? Frittiertes Gemüse? Gemüse, ja. Nee. Und hier diese geilen Crispy Noodles. Crispy Noodles. Ach ja, und Egg Noodles. Die sehen auch lecker aus. So, wir haben uns jetzt nochmal hier rausgesetzt. Ich habe übrigens vergessen, den Nachtisch zu filmen. Das war gebackene Banane mit Schokoeis, aber Schokoeis wirklich so viel ungefähr. Jetzt haben wir uns nochmal ins Main-Restaurant gesetzt. Du hast Apfel gegessen. Ja, ich hatte Apfel, gebackene Apfel. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Nachtisch. Für dich und Mutter. Ganz geil, Mann. Was ist denn da eigentlich los? So Leute, bei uns ist jetzt gleich mal Feierabend. Wir gehen jetzt ins Zimmer. Wir haben heute noch ein bisschen früher. Wir haben, halb elf. Noch ein bisschen Chili-Milli machen. Die Eindrücke von heute verarbeiten mit dem schönen Kleid. Ich hoffe, damit konnte ich dir eine Freude machen. Ja, das war so ein Traum von mir. Und es war wirklich sehr cool. Ja. Ihr seht ja bestimmt noch was davon. Und morgen, also das seht ihr ja nächste Woche, machen wir eine Quad-Safari durch die Wüste. Mal sehen, wer alles mitgeht, wer fit ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und alle nächste Woche Sonntag wieder einschalten. Bye, bye.